Hallo zusammen. In dem Video soll es um die ThruNight BSS W1 gehen, die mir von der Firma ThruNight kostenfrei für ein Video zur Verfügung gestellt wurde. Preislich liegt die Lampe übrigens so bei 30 bis 34 Euro. Ich werde euch die Bezugsquelle wie immer in der Infobox verlinken. Bevor ich auf die Lampe eingehe, möchte ich noch kurz auf die Verpackung eingehen, die euch zeigen. Also die kommt in so einer einfachen kleinen Pappbox. Unten die Bezeichnung. Und am Rand die Information, welche Lampe drin ist. Es gibt sie in Schwarz, es gibt sie in Grün und soweit ich es weiß, gibt es sie eigentlich noch in Blau. Keine Ahnung, warum das hier nicht abgebildet ist. Und es gibt eine kaltweiße und eine neutralweiße Version. Ich habe jetzt hier die kaltweiße Version. Die neutralweiße ist zum jetzigen Zeitpunkt, soweit ich das beurteilen kann, leider nicht verfügbar. In der Verpackung hat man dann noch ein bisschen Paperwork. Dann kommt dann noch ein Ersatzohrring mit oder zwei Ersatzohrringe und noch so Gummiabdeckungen für den Ladeport hier. Also die Lampe kann über Micro-USB aufgeladen werden und da hat man dann zwei Ersatzdichtungen dafür. Und es kommt noch ein Micro-USB-Ladekabel mit dazu. Was natürlich noch mitgeliefert wird, ist das Handbuch. Das hatte ich jetzt beiseite gelegt, weil ich euch da gleich ein paar Sachen zeigen möchte. Dann komme ich mal zu den technischen Daten. Die Lampe hat im Moonlight-Modus 0,5 Lumen. Das ist ein sehr guter Wert, also da hat man eine lange Akkulaufzeit und blendet niemanden. Und im Turbo-Modus sind es 693 Lumen. Allerdings regelt die Lampe im Turbo-Modus schon nach 75 Sekunden runter. Also dann hat man nicht mehr 693 Lumen, sondern nur noch 231 Lumen. Insgesamt hat die Lampe 5 Modi, also den Moonlight-Modus als erstes. Und dann hat man 3 weitere Modi, Low, Medium, High. Und mit einem Doppelklick dann den Turbo-Modus, also das sind dann 5 Modi. Und man hat noch einen Strobe-Modus, in den man gelangt, indem man dreifach drückt. Da hätte ich darauf verzichten können, aber manche mögen das ja. Gut, die Reichweite ist angegeben mit 166 Metern, der Candela-Wert mit 6930, Sturzhöhe 1,3 Meter und wasserdicht ist sie nach IPX8. Hier in dem Handbuch steht dann allerdings ein 2M dahinter. Ich weiß nicht, ob das bedeuten soll 2 Meter oder 2 Minuten, keine Ahnung. Aber ich würde mir eh keine Gedanken machen, also Regen wird die mit Sicherheit abhalten. Wenn die mal in die Pfütze fällt, wird da auch nichts passieren. So, vorne ist hier ein Orange-Spielreflektor verbaut. Der gefällt mir ganz gut rein optisch. Man hat ja auch noch eine entspiegelte Glaslinse, auch das finde ich sehr gut. Das gefällt mir besser als bei den OLED-Lampen, die da ihre Tieroptik mit einer Plastiklinse haben. Also das finde ich ganz gelungen. Dann hat man hinten noch einen Magneten. Da kann man die Lampe dann aufhängen und der hält auch ordentlich. Also da hätte ich keine Bedenken, dass die Lampe runterfallen könnte. Also das hält ordentlich, das ist gut gemacht. Und dann hat man hier noch einen Micro-USB-Port. Dafür muss man eigentlich den Clip ein bisschen beiseite ziehen. Und da kann man die Lampe dann aufladen. Das ist leider Micro-USB und nicht USB-C. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen. Dann ist die Betriebsspannung laut Handbuch angegeben mit 2,7 Volt bis 4,2 Volt. Was mich ein bisschen wundert, weil ein bisschen weiter unten bei dem Akkustand, bei der Akkustands-LED, da steht, dass sie bei 2,6 bis 2,8 Volt rot blinkt. Jetzt frage ich mich natürlich, was stimmt, ob da die 2,7 Volt stimmen oder die 2,6 Volt. Aber naja, gut, die wird schon irgendwann ausgehen, gehe ich mal von aus. Dann die Länge hatte ich nachgemessen mit 6,8 cm, also eine sehr kompakte Lampe, wobei es natürlich auch noch kleinere Lampen gibt. Da zeige ich euch später noch ein paar. Die Breite habe ich hier vorne an der breitesten Stelle 2,3 cm gemessen. Das Gewicht gerade mal 48 Gramm, also die stört nicht, die ist angenehm leicht. Dann habe ich die Lichtfarbe nachgemessen mit meiner Kamera. Diese Angabe natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil so wahnsinnig genau ist das nicht. Und da kam ich auf 5300 Kelvin und einen stärkeren Grünstich von 5. Und der fällt mir in der Praxis auch definitiv auf. Also da hätte ich mir eine neutralere LED gewünscht mit einem schwächeren Grünstich. Dann mal die Bedienung. Wenn man hier lange drückt, kommt man in den Moonlight-Modus. Wenn man in die anderen Modi kommen will, muss man sie erst ausschalten und dann anschalten und dann hat man eine Memory-Funktion. Also dann geht sie in den Modus an, in dem man sie ausgeschaltet hatte. Und wenn man dann gedrückt hält, zappt sie durch zwischen Low, Medium, High, Low, Medium, High und in den Turbo-Modus kommt man mit einem Doppelklick und in den Strobe-Modus kommt man mit einem Dreifachklick. So, muss man dann natürlich noch hinkriegen. Dann kann man die Lampe sperren, indem man halt hier vorne, wenn man den Moonlight-Modus angeschaltet hat, nochmal gedrückt hält. Dann sperrt sie sich und geht auch nicht an. In Sperren, indem man halt hier länger wieder drückt. Also relativ simpel eigentlich. Man kann sie alternativ auch noch sperren, indem man sie ein bisschen aufdreht. Das wäre meine bevorzugte Möglichkeit, die zu sperren, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Aufdrehen, zudrehen ist gesperrt. Das finde ich ganz gut, dass es funktioniert. Dann habe ich ein paar Praxisaufnahmen gemacht, die werde ich euch mal gleich einblenden.
Dann komme ich mal zu den Pro- und Kontrapunkten. Als erstes hat mir sehr gut gefallen der Preis, also 30 bis 34 Euro. Das geht bei der Verarbeitungsqualität mit einer Glaslinse, einem Orange-Spielreflektor, sauber geschnittenen Gewinden und so weiter und so fort absolut in Ordnung. Also da macht man nichts falsch, hat hier hinten noch ein Magnet, hat einen Clip, den man beidseitig benutzen kann. Also da wird einiges geboten für den Preis. Das gefällt mir richtig gut. Dann hier Glaslinse gefällt mir auch sehr gut. Ich mag das rein optisch. Was mir auch gut gefällt, ist der Orange-Spielreflektor. Auch der gefällt mir rein optisch. Was mir auch noch ganz gut gefällt, ist, dass es theoretisch eine Option auf eine neutralweiße LED gibt. Ich hoffe, die ist bald wieder verfügbar, weil das wäre dann die Version, die ich mir gekauft hätte. Als nächstes gefällt mir, dass hier mehrere Farben angeboten werden. Also nicht nur das Einheitsschwarz, sondern man hat hier noch eine Möglichkeit, sie in Grün zu bekommen. Und es gibt die Lampe auch noch in Blau, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da hat man drei Farben, die es durchgehend gibt. Also das gefällt mir ganz gut. Verarbeitungsqualität hatte ich ja auch schon angesprochen, dass die wirklich auf einem sehr ordentlichen Niveau ist. Für den Preis geht das definitiv in Ordnung. Dann mal die Kritikpunkte. Als erstes hätte ich mir hier USB-C gewünscht und nicht Micro-USB. Das wäre einfach ein bisschen zukunftssicherer gewesen, aber naja, gut. Dann als nächstes, dass wenn man im Moonlight-Modus ist, man nicht schnell in die höheren Modi kommen kann. Also wenn ich den Knopf jetzt hier gedrückt halte, dann geht sie nicht in den höheren Modus, sondern dann sperrt sie sich, sondern ich muss sie halt hier erst ausschalten, muss sie wieder anschalten, um dann in einen höheren Modus zu kommen. Das finde ich ein bisschen schade. Dann als nächstes der Grünstich mit 5, der ist mir definitiv zu hoch. Also das ist ja einfach ein bisschen schade. Ich hätte die Lampe gerne in neutralweiß gehabt. Vielleicht hätte die dann ein bisschen weniger starken Grünstich. Also das würde ich, glaube ich, in Zukunft gerne mal ausprobieren. Dann der nächste Kritikpunkt, das ist der An- und Ausschalter. Der ist ein bisschen nach unten versetzt oder sagen wir so, er ist mir nicht hoch genug. Also man ertastet ihn grundsätzlich nicht so gut. Und dann kommt noch dazu, dass auf der gegenüberliegenden Seite diese Gummiabdeckung ist, die sich relativ ähnlich anfühlt. Also wenn ich den Clip nicht dran habe, dann habe ich halt das Problem, dass ich da irgendwie so ein bisschen rumtaste und dann ab und zu auf der Gummiabdeckung rumdrücke und dann weiß, okay, gut, das war jetzt nicht der An- und Ausschalter, ich muss sie umdrehen. Wenn man den Clip dran hat, dann ist es ein bisschen einfacher, dann weiß man immer, der An- und Ausschalter ist auf der gegenüberliegenden Seite. Also dann funktioniert es auch, dann taste ich den relativ schnell. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn der An- und Ausschalter noch ein bisschen höher gewesen wäre oder ein bisschen markanteres Muster gehabt hätte, meinetwegen so eine Schraffierung oder irgendwas, dass man den besser tasten kann. Aber insgesamt muss ich sagen, dass man hier für den Preis von 30 bis 34 Euro wirklich eine sehr gute Lampe bekommt. Also das, was ich hier zu meckern hatte, das waren Kleinigkeiten, abgesehen von dem An- und Ausschalter. Also das hat mich schon ein bisschen gestört, weshalb ich jetzt den Clip dran gemacht habe. Also ich hätte die lieber ohne Clip verwendet, aber ja, ohne Clip finde ich halt den Schalter nicht. Aber davon abgesehen, wie gesagt, eine tolle, kleine, leichte, günstige EDC-Lampe, Verarbeitungsqualität, Optik, alles tipptopp, da kann ich nicht meckern. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar andere Lampen zum Größenvergleich. Da habe ich von Olight die S1 Mini. Die ist ein bisschen kleiner, hat allerdings auch eine T-Optik, die mir rein optisch von vorne nicht so gut gefällt. Dann habe ich noch die Olight Beten 3. Die ist auch noch ein bisschen kleiner, aber im Grunde geben die sich nicht so wirklich viel. Also die sind schon mehr oder weniger in einer Größenklasse. Das sind vielleicht 5 mm, also das geht schon in Ordnung. Dann habe ich hier noch von IGTEC die D25C. Die ist noch ein Stückchen größer, alles jetzt 16-340er Lampen. Und als letztes eine HDS Rotary. Übrigens auch mit einem Orange-Spielreflektor. Und damit sind die natürlich vergleichbarer, weil die jeweils Orange-Spielreflektoren haben. Und das sind Tieroptiklampen, die sind grundsätzlich ein bisschen kleiner zu produzieren. Und das sind jetzt alle 16-340er Lampen, nur mal so als Größenvergleich. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.